So, ich sag mal guten Tag. Heute ist der Sonntag, der, sagen wir mal, den 18. Es ist angenehm schön, Sonne scheint gerade. Und heute wollte ich euch nochmal gleich zeigen, kurz, wie mein zweiter Taubenschlag, also dieser hier, der aktuelle, entstanden ist. Ja, so viel kann ich schon mal sagen. Ursache dafür war natürlich, dass meine Frau auch ein paar Tauben mehr haben wollte erst. Dann später sich dann doch für ein anderes Hobby entschieden hatten. Wir hatten die Tauben abgegeben, obwohl sie eigentlich relativ gut waren. Und sie gesagt hat, aber dann ein schön und nicht so ein hässliches Kabuff, was wir bis dato hatten. Ja, Maja findet das auch ganz toll. Natürlich ist der hier noch praktisch in der Dauerausarbeitung. Sozusagen, es gibt immer mal was zu tun. Es wird immer verbessert, es wird immer so angepasst, wie es mir gefällt. Ne, den Tauben geht es soweit gut. Ich muss sagen, ich habe jetzt gestern aufgeräumt, also heute ist nicht mehr so sauber wie sonst. Und ich werde auf jeden Fall, da sieht man es, nasser Fleck. Es kommt auf jeden Fall ein Untersuchungstermin, spätestens nächsten Monat, den ich machen werde. Einfach nur, um nochmal vor der Zucht sicher zu gehen, dass mir hier keiner wegstirbt oder sonst was. Ja. Und dann wieder im Juni, bevor die Jungtierreise losgeht, da wird es dann den nächsten Arzttermin geben. Einmal kurz untersuchen lassen, wenn was ist, behandeln. Weil anscheinend besonders die Brieftauben hier anscheinend gerne was anschleppen. Ja, anfälliger sage ich jetzt mal nicht. Aber dass sie halt häufiger unterwegs sind und Kontakt mit fremden Tauben, ist natürlich die Ansteckungsgefahr oder Anschleppungsgarantie größer wie bei den Fimmlern. Hier bis jetzt lauter gesunde, kein wässriger Kot, nichts. Seit Juni, wo ich halt alle durchgekurt habe oder durchbehandelt habe. Gut, war hier vorher auch schon nichts gewesen, aber ja. Alle gesund. Sind hier auch teilweise, man sieht es glaube ich noch, hier so einzelne kleine Federn fliegen hier rum oder hier. Daunen. Da sind ja auch öfters ein paar Jungtiere dabei. Aber oh, hier. Weiß nicht, ob man sieht. Vielleicht doch noch Behandlungsbedarf, also Kotprobe erstmal abgeben von den Tauben. Egal, das Video soll nicht zu lang werden. Ich werde dazu natürlich bestimmt noch wieder ein Video machen. Und jetzt kommen wir erstmal zu meinem zweiten Taubenschlag. Also so sieht meiner aktuell aus. Mein zweiter. So, dann sage ich mal, schaut es euch in Ruhe mal an. So, wie man hier sieht, habe ich mir ganz viele Waschbetonplatten besorgt und dann erstmal die Erde gerade gezogen, um die Waschbetonplatten halt sauber drauf zu verlegen. Hier sieht man es nochmal, der alte Taubenschlag vorgezogen. Alle Tauben natürlich drin. Ich habe übrigens nicht allein gearbeitet, mein Vater hat mir ja geholfen. So sah dann das Skelett aus oder der Rahmen. Den hatte ich glaube, den vorderen und den hinteren zusammengebaut und dann aufgestellt und dann habe ich dann die Seitendinger gemacht. Der Rahmen steht übrigens nicht pur auf den Stein, der steht auf Teerpappe. Hier das passende Bild dazu und danach kamen erstmal die USB-Platten. Wie man hier schön sieht, die USB-Platten ersetzen die ganzen Winkel übrigens und ganzen Querstreben. Und auch das Vordach war noch nicht komplett fertig. Der Fußboden bestand aus Spanplatten. Die sind inzwischen etwas schwieriger in meiner Gegend zu kriegen. Ja, Unterbau sind ein paar Latten übrigens. Hier sieht man auch noch eindeutig, ich habe nachher ein paar Steine hinzugefügt, weil wir sonst immer im Winter den ganzen Matsch in die Taubenschläge geschleppt haben. Und die ersten Tauben waren natürlich auch schon drin. Die mussten dann halt damit zurechtkommen, da ich den alten Taubenschlag zerlegt habe und Teile auch für den neuen Taubenschlag verwendet habe. Hier sieht man auch, na okay, jetzt sind die Türen wieder weg.
Türen hatte ich auch selber gebaut. Es waren die ersten Muster eingezeichnet, damit die Tauben die Seiten unterscheiden können, links von rechts. Es sollte ja zwei identische Taubenschläge sozusagen geben. Und ja, die Tauben sollten das auch unterscheiden können. Da habe ich wohl irgendwo Bilder vertauscht. Man sieht, hier sind die Tauben wieder drinne. Vorhin hat noch viel gefehlt. Auch die Einflüge sind selbst gebaut, extra etwas höher, da ich die Erfahrung vom Sputnik hatte, dass Tauben da ganz einfach rausgesprungen sind. Ja, und als dann natürlich die Kiebitze und die Briefer drinne waren, kamen auch die ersten Luzerner. Uns ein paar mehr. Ich hatte ja ein paar Mixer, hatte ich ja schon. Dann kamen halt, wie gesagt, ein paar anständige Luzerner noch dazu. Kam auch das erste Pärchen Kasaner. Hier sieht man noch, die Tür fehlt von dem Einflug. Ich hatte also von innen eine Tür eingebaut. Und dann durften sie natürlich auch schon mal zum ersten Mal rausfliegen. Das war, glaube ich, sogar der erste Versuch, den ich da gefilmt habe. Ja. Das war dann mal mein zweiter Taubenschlag, so sieht er heute aus. Wie man sieht, ich habe noch sehr viel geändert, viel dazugebaut. Der Tank ist noch rechts an der Seite gekommen, das heißt, zapfe ich immer dann das Badewasser ab. Es folgten auch viele Verbesserungen und ich habe auch jetzt noch immer weitere Ideen, wo ich nicht immer weiß, ob ich sie umsetzen soll. Aber es wird ja die Zukunft noch zeigen. Das war's erstmal für heute. Macht's gut, schönen Sonntag noch.